Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel. Mein Name ist Sellacon und ich begrüße euch herzlichst. An diesem wunderschönen Tag darf ich euch, ja, ich habe es angeteasert, erfreuen, dass der liebe Oliver von ogandem.de mal wieder etwas springen lassen hat, um diesen Channel zu sponsern. Ich danke ihm vielmals dafür und wir haben die einmalige Chance, vorab mal auf den RG Seong zu schauen. Ja, ich weiß, er ist jetzt seit Mittwoch dieser Woche schon im Angebot. Viele haben ihn sich auch schon bestellt. Für die, die noch unschlüssig sind, habe ich dieses Video gemacht. Und ja, vielleicht die, die sich so oder so für das Modell interessiert haben und die einfach mal schauen wollen, ob es den Preis wert war. Zuallererst einmal möchte ich darauf eingehen, dass ja, wir ein gesponsertes Video haben. Das bedeutet in keinster Weise, dass ich irgendwie ja, mich mit Oliver absprechen würde oder ja, er hier irgendwas zu sagen hätte. Ich mache das alles, weil ich ja, euch was zeigen möchte und ich glaube, das versteht er auch und deswegen sponsert er mich. Und ja, als kleines Dankeschön könnt ihr doch mal bei ihm vorbeischauen auf seiner Webseite o-gandem.de. Da gibt es immer alles Mögliche zu kaufen. Jetzt im Moment hat er gerade einen Umbau hinter sich und ja, hat sein Territorium vergrößert von, ja, ich sage mal, ein paar kleinen Zimmern zu einer ganzen Lagerhalle. Dazu kommt auf jeden Fall auch noch was von mir. Ich werde da auf jeden Fall ein Video machen, ihn mal besuchen mit meiner wundervollen Kamera und ja, euch zeigen, wo eure Kids herkommen. So viel dazu. Wir schauen uns jetzt den RG Seong an. Und boy, oh boy, ist das ein geiles Kit. Also ihr wisst es ja, ne? Ihr könnt es ja sehen. Ich mag den RX78-2. Ich bin ESFS-Fan aus ganzer Seele. Und nichtsdestotrotz, boy, war das ein schönes Kit. Also ich habe mich, ja, ne, zur Story. Oliver hatte mich angerufen, sag mal, wie schnell kriegst du eigentlich so ein Review zusammen? Und dann habe ich ihm gesagt, so, ja, anderthalb Wochen kriegen wir hin. Ja, ich schicke dir mal was zu. Oh ja, ja, das kommt erst Montag. Hm, gut, ja, das kommt erst Dienstag, weil irgendwie die DHL wieder Probleme hatte. Hm, okay, ich habe von Dienstag bis Freitag, um für euch das Review fertig zu machen. Das wird knapp. Ja, es wurde knapp und ich habe am Dienstag habe ich gebaut und gebaut und gebaut und ich war schon so komisch weit vom Bauen her, habe mir gedacht so, ja, 69 Euro, du bist schon so weit, ja. Und dann ist mir aufgefallen, du hast schon 6 oder 7 Stunden gebaut. Ich bin unendlich lange habe ich gebaut und ich hatte so einen Spaß daran, kann ich euch sagen. Das war so viele Dinge, die ich wieder überhaupt nicht, ja, die es in keinem anderen Kit einfach gibt. Und das hat so unendlich viel Spaß gemacht. Und du hattest diese Milliarden Details und es ist wirklich ein wunderschönes Kit und ja, auch den teuren Preis wert, obwohl, ja, der tut mir auch so ein bisschen weh, aber ich glaube, es lohnt sich sehr, also größenvergleichstechnisch und da gehen wir jetzt alles nochmal drauf ein. Denn wir starten jetzt mit unserem Unboxing. Als erstes werde ich euch mal zeigen, was man so, ja, auf der Verpackung erwartet, was in der Verpackung steckt. Danach baue ich das ganze Ding zusammen. Keine Sorge, also ich baue es auf Kamera und ihr werdet dann das fertige Ergebnis sehen. Und wir schauen uns an, wie viel Gelenkigkeit noch in dem Kit vorhanden ist, beziehungsweise wie viel Detail. Ich freue mich wahnsinnig darauf, ihr hoffentlich auch. Wir gehen zum Tisch. Wir sind am Tisch angekommen und als erstes schauen wir uns doch mal diesen wundervollen Sticker an, oder? Ist es nicht schön? Hat uns der liebe Oliver reingelegt. Der kommt gleich an meine Lampe, wie alle anderen Sticker, die ich bekomme. Jetzt legen wir ihn erst nochmal beiseite und schauen uns das Kit an sich an. Ey, ich muss ja jetzt nichts dazu sagen. Also meine Hand ist nicht unbedingt groß, aber eine 1,88 Männerhand, das ist ein großes Paket. Ich würde sagen, es ist ungefähr so groß wie ein MG-Karton und wir sehen, ne, es ist noch jungfräulich. Wir schauen uns aber das Ganze jetzt erstmal genauer an. Was haben wir denn hier alles stehen? MSN 02 Seong, Principality of Seong Mobile Suit for New Type. Ich glaube, das Cover haben wir schon alle mal gesehen. Schauen wir uns mal an, was so die Adventures auf der Seite sagen. Steht da irgendwas? Wir haben ja das Vergnügen, dass inzwischen sehr, sehr viele Kartons auch mit ein bisschen Englisch daherkommen. Advanced MS Joint, das wollen wir immer lesen.
wenn wir uns einen RG besorgen. Das bedeutet, wir haben nicht diese Inner-Frame-Probleme, die wir in den ersten RGs haben. Authentic Looks and Mobile Structure, ja, das denke ich mir vor allem. Also es ist halt einfach, ne, es sieht schon wie ein Herz aus und es ist es im Prinzip auch. Die Unterseite von dem Ding ist einfach gigantisch, ja. Also alles, was ich gesehen habe, sagt mir, dass das ein sehr, sehr geiles Kit ist. The Real System delivers incredible realism at 1/144 scale. Genau, also es handelt sich um ein RG, das heißt, wir sind im 144 Scale. Hier kann man nochmal sehen, die Arme kann man nochmal separieren. Guck mal so, kann man nochmal separieren und ja, alle ikonischen Szenen darstellen. Auf der Seite haben wir dieses typische, ja, ich sag mal Seitenbild mit der Nummer, der wievielte RG das ist und sowas alles. Wir schauen jetzt aber einfach mal rein. Machen das Ganze auf. Lassen es spannend werden. Ui, ui, ui. So, jetzt legen wir uns das nochmal richtig hin. Und simsalabim. Wir schauen rein. Drinnen haben wir, ja, ich glaube, ne, sich auf Waterslides zu freuen, das wäre zu viel gefreut. Wir bekommen natürlich Sticker. Halten sich aber an Grenzen. Also wir haben hier ein bisschen diese Metallic-Sticker. Der Rest ist aber relativ, ja, ich sag mal, vernünftig, zufriedenstellend. Wir haben hier nur ein paar weiße Linien, halt Color Separation, ein bisschen Caution Signs und sowas. Das war's. Dann sehen wir hier schon, um Gottes Willen, ich hoffe, man kann es vernünftig sehen, das ist eine Hand. Das ist schon riesig. Also beziehungsweise das sind drei Finger. Das hier ist die Hand. Das ist riesig. Wir schauen weiter rein. Hier fliegt schon ein Kabel drin rum. Schauen wir mal, das sind Inner Frame Parts und meine Güte, sind die detailliert. Halla die Waldfee. Es ist immer so, ne? Ich hoffe, ihr erkennt was. Was haben wir hier noch? Mehr Inner Frame. Allgemein darf man jetzt natürlich nichts Buntes hier erwarten. Das ist ein Seong. Noch mehr Inner Frame. Das Ding besteht, glaube ich, nur aus Inner Frame. Oh, 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 oh. Wenn ihr jetzt denkt, okay, warum ist der eigentlich überall so teuer? Da könnt ihr schon mal dreimal 15 Euro Base rausrechnen, so ungefähr. Was kosten die? Ich weiß es gar nicht. 10 Euro, glaube ich, kostet so eine Base normalerweise. Drei. Wir haben drei. Ich denke mal, damit man Hand 1, Hand 2 Körper separiert machen kann. Was haben wir noch? Ah, erstmal Anleitung übrigens, ne? Immer bei dem Kit unten. Ich weiß nicht, wer das vielleicht noch nicht weiß, aber es ist immer so. Ganz unten ist die Anleitung. Hier haben wir nochmal schön die große Düse und hier wieder Details ohne Ende. Also wirklich ohne Ende. Lasst uns doch nochmal schnell hier reinschauen. Warte mal, ich leg das einfach mal so hin. Und dann schauen wir mal einmal schnell durch. Ja, hier macht es uns die Sicherheitsanweisung, dass wir nicht die guten Teile durchschneiden, sondern nur die überflüssigen. Das ist aber auch richtig so. Bei den RGs, wie gesagt, das ist ja praktisch ein Pre-Built Inner Frame. Das heißt schon ein vorgebauter Inner Frame, den man praktisch nur noch rauslöst und dann die Teile richtig rumdrehen muss. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen, wie man sie herausschneidet. Ja, die einzelnen Bauschritte brauchen wir uns nicht anzuschauen. Interessanter ist wahrscheinlich, in der Mitte gibt es meistens noch mal Bilder. Ich guck mal, ob ich sowas finde. Nein? Hm. Aber hier, ne? Base Unit, das sind die drei Platten mit Ständern, dass man die einzelnen Arme da drauf machen kann und sowas. Finde ich cool. Also, ne, bitte, Bandai, mehr dieser Baseplates mitliefern. Kann es nicht oft genug sagen. Sagen wir hier, wir können genau diese kleinen Landepads da drauf machen.
damit er stehen kann. Aber ich denke mal, das sparen wir uns in der Flie-. Also wenn wir schon Bases mitkriegen, dann stellen wir ihn auch fliegend da. Eine ganz interessante Sache, ne, das Mono-Auge ist nach oben und zur Seite rotierbar. Ganz interessant. Und ja, so viel zur Anleitung. Ich werde mich jetzt aufmachen, das Kit zu bauen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn das Kit fertig ist. Bis gleich. Er ist fertig. Na, was sagt ihr? Es war wirklich nicht einfach. Boy, war es nicht einfach. Ich habe jetzt in 2 Tagen ihn zusammengebaut und zum Schluss hin war es für mich echt die Hölle. Ich habe 8 Stunden gearbeitet und danach fast 4 Stunden im Stream die letzten Teile angebaut und das hat mich schon mental sehr, sehr angestrengt. Nichtsdestotrotz, was für ein schönes Bild. Ja, ich hatte wirklich grandiosen Spaß, das Ding zu bauen. Es baut sich komplett anders als alles, was ich bis jetzt gebaut habe. Und das ist immer eine Sache bei mir, die sehr viel wert ist. Weil irgendwann hast du mal alles gesehen, irgendwann hast du alles gebaut. Und nach 60 Kits ist es immer wieder eine wahre Wonne, wenn ich es schaffe, was zu bauen, was komplett anders ist. Und ich meine, schaut euch einfach dieses Herzchen hier unten an, ja? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, euch zu zeigen, wie toll dieses Kit ist. Ich gehe mal ganz kurz mit meinem Fokuspunkt einen runter. So, also wir haben diese ganzen Klappen hier an der Seite, ja, die ich jetzt aufgemacht hatte für eine etwas dynamischere Pose. Die lassen sich ganz einfach zuklappen. So, zack, 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 fertig. Ja, hier sind keine großen Panel Gaps. Auch eine tolle Sache. Alle diese Düsen lassen sich bewegen. Diese Düse lässt sich einmal reinschieben und einmal rausziehen. Ja, damit man noch ein bisschen mehr von ihr zeigen kann. Ich weiß echt nicht. Wir fangen, nein, gut, machen wir es anders. Wir fangen oben an und dann zeige ich euch nacheinander die ganzen Features. Ja, wir schauen uns als erstes mal oben das Köpfchen an. Sehr schön finde ich hier dieses Glas, also das Clear Part hier oben. Wir haben eigentlich relativ sehr viel Beweglichkeit in dem Kopf drin. Ja, jetzt haben wir natürlich den Effekt, das Mono-Eye bewegt sich mit. Oh, ich guck mal, wie ich euch das am besten zeigen kann. Ja, so, ne? Das Mono-Eye bewegt sich mit. Wenn man den Helm abnimmt, kann man auch noch den Winkel des Mono-Eyes einstellen. Auch sehr schön. So. Schultern beweglich, ne? Alleine sowas, ich liebe sowas. Zack, und wir haben wieder ein wenig Detail darunter. Und lasst mir sagen, Detail. Ich kann ja mal, ich weiß nicht, wie ich es euch zeigen soll, aber unter jedem dieser Paneele ist so unendlich viel Detail versteckt und so viel Liebe, dass ich weiß nicht, wie ich es euch zeigen kann. So, Schulter, hier, auch nochmal, zack, hochgemacht. Super, darunter wieder Detail. Dann Arm. Arm müssen wir gar nicht drüber reden. Ich habe im Vergleich, ne, wir reden hier, 1 zu 144 ist der Xiong, ne? 1 zu 144. Das ist ein 1 zu 100 MG Arm daneben, ne? Nur so zum Vergleich mal. Das Ding ist gigantisch. Eine der schönsten Hände, die ich je gesehen habe, die ist PG im Prinzip. Diese Hand ist PG. Das müsst ihr euch einfach mal vorstellen. Jedes Glied ist einzeln beweglich, hat einen schönen Halt.
ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Es ist traumhaft. Können wir natürlich rausnehmen. Ne? Die Rotation hat es euch gezeigt. Das könnt ihr rausnehmen, könnt ihr auf eine Base stellen. Hier, dafür kann man noch so ein bisschen das rausziehen. So, zack und zack. Das kann man machen. Dann geht's weiter. Brustkorb. Wir haben diese vier Düsen. Zack, zack. Auf der anderen Seite. Na, zack und zack. Schön, oder? Wunderbar. Wir haben hier dieses Ding. Das ist ein bisschen tricky, weil das kann man nicht einfach so. Du musst das erst rausheben und dann geht es erst auf. So, haben wir hier noch eine Klappe, die man rein kann. Oh, das haben wir am Köpfchen vergessen. Köpfchen hat auch noch hinten eine Klappe. Zack, hinten eine Klappe, hier eine Klappe. Brustkorb, sehr beweglich. Und hier können wir reingucken, wieder in die ganzen Details, die da drin sind. Da drin, ich nehme es mal ab, weil das ist ein Blick wert. Schaut euch das mal an. Schaut es euch an und verzweifelt, denn das ist, dieses ganze Bild besteht daraus, dass wir erst sehr, sehr viel Detail aufbauen und dann verdecken wir es einfach. Und das ist, ich guck mal, könnt ihr das sehen? Einfach das hier. Wundergeil. Und hier haben wir ja auch jede Menge Detail unten an dem Ding. Und wir stecken es drauf und es ist weg. Machen wir weiter. Was gibt's noch? Lasst mich überlegen. Also wir haben natürlich hier diese ganzen Klappen. Das ist der Anschluss für die Base, damit man den in dieser ikonischen Position hinmachen kann. Kann man drauf machen, verstecken, muss man nicht machen. Diese Platte übrigens, diese eine Platte verdeckt hier drunter. Also so wie es hier aussieht, ja, das geht unter dieser ganzen Platte so weiter. Furchtbar. So, wir können, wie wir gerade am Anfang schon gesehen haben, diese ganzen Platten anheben und fein justieren, sag ich mal, vorsichtig, ja. Dadurch können wir die Booster noch ein bisschen weiter raus. So, können wir auch die Booster, die lassen sich auch ein bisschen so drehen noch. So, müssen wir hier noch ein bisschen Platz machen. Das ist alles beweglich. Hier unten müssen wir nicht drüber reden, oder? Müssen wir einfach nicht drüber reden. Diese Ansicht des Modells ist das Geilste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich muss, das hier oben, das brauche ich alles gar nicht. Ich könnte das so hinstellen und ich würde es toll finden. Ich würde das kaufen, ja? Wenn es von mehreren Suits nur das gäbe. Würde ich kaufen, würde ich Spaß ohne Ende dran haben und ich würde es toll finden, das hinzustellen. Bin ich da der Einzige? Ich weiß es nicht. Und ihr hört meinen Enthusiasmus in der Stimme, ja? Ihr hört ihn und er ist wahr. Es ist hier nicht gekauft oder weiß ich nicht was, sondern ich hatte so unendlich viel Spaß, das Ding zu bauen. Und ich glaube, es ist halt einfach, man schluckt, beim Preis schluckt man. 69,99 beim lieben Oliver. Ist happig, es ist ein RG, aber wir haben es gerade festgestellt. Ich kann nochmal, einfach zum Vergleich, nehmen wir jetzt den Körper vom MGRX daneben, ja? Guck mal, wie fragil und wie klein der MG-Körper aussieht. Und so viel höher ist der auch noch nicht mal. Ja? Und schaut euch alleine das hier unten an. Das ist so massiv, dieses Teil. Ihr müsst es halt eher sehen wie so ein MG Sazerby, ja? Ich habe Leute gesehen, die haben vom MG Sazerby die Beine hier unten dran gemacht. Das passt. Das sieht nicht komisch aus, ja? Nur so viel dazu. Eine Sache, die wir wahrscheinlich voraussehen müssen, ist, dass es irgendwann eine Version mit Beinen geben wird, den sogenannten Perfect Zeon. Ja, wahrscheinlich gibt es dann ein Premium Bandai Set, um Beine nachrüsten zu können. Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, das ist so eine Sache, die könnte einem so ein bisschen das bisschen Salz hier reinschütten in diese süße, süße Limonade, die dieses Kit ist, ja. Und sie ist, es purer Zucker ist das hier. Wir haben 1000 Sachen, wir können 1000 Positionen machen. Alleine, wenn man hier diese ikonische Szene macht, wo er fast das Ding hier oben hat, guck mal, wie weit wir den Body eindringen können, damit das auch möglich ist. Es ist Details an jeder Stelle.
ich weiß gar nicht, was ich euch zeigen kann. So, nimmt man zum Beispiel den Arm raus, damit man den Arm separiert hat. Dann gucken wir hier rein und wir haben Details da drin. Wir gucken hier und wir haben Details an dem Stumpf. Ja, es ist ohne Ende Details. Es sind ohne Ende Klappen. Es kommt mir wirklich, in diesem Kit habe ich es mir wieder gedacht, RG ist Mini-PG. Anders kann ich es nicht beschreiben, weil ich wüsste nicht, wie ich sonst sagen kann, was dieses tolle Kit alles kann und zeigt und... Ne? Ich komme hier in fantastische Fantasteleien. Das besteht aus so vielen Teilen, ja, damit das so toll aussieht. Eine Sache, die wir kaum sehen, seht ihr diesen kleinen roten Ring hier, ja, den man fast nur so hier an den Ecken immer mal wieder durchblitzen sehen kann. Das ist ein Metallkernkabel, ja. Nur mal so viel an Detail und so. Da steckt echt Liebe drin. Und das merkst du beim Bauen. Also ich habe am ersten Tag gebaut und nach 6 Stunden habe ich mir gedacht, boah, der geht aber schnell zusammenzubauen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, du baust 6 Stunden. Insofern hoffe ich, konnte ich euch dieses Kit etwas näher bringen. Und selbst ich, wenn ich als EFSler sage, das ist ein tolles Kit, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das ein tolles Kit ist. Ja, ich bedanke mich herzlichst beim Oliver dafür, dass er mir das Kit zur Verfügung gestellt hat. Ich empfehle euch, wenn ihr Spaß an dem Ding haben, wenn ihr Spaß an Seons habt, wenn ihr Spaß habt an etwas, das nicht normal ist, ja, dann ist das die Sache, die ihr unbedingt braucht. Ich bin ja auch so ein Heini, der immer was Besonderes braucht und deswegen ist das perfekte Kit für mich. Ich würde sagen, oh, da geht meine schöne Fotobox gerade mal ab. Ich würde sagen, wir sehen uns montags und mittwochs im Stream ab 18 Uhr und freitags immer, no, komm, du hättest jetzt auch noch für die letzten Minuten, hättest du brav sein können. Wir sehen uns freitags immer zum neuen Video. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns. Bis dann.